Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part, zum zweiten Part von diesem Projekt, nämlich Dungeon Quest. Und ich habe schon einen Command Block in der Hand. Genau. Und heute werden wir erstmal was testen. Und zwar, wie man es überhaupt schafft, dass entsprechende Monster gekillt werden. Deshalb platziere ich hier jetzt gleich mal einen Zombie. Genau. Ich brauche einen Zombie. Zum Zombie. Ja, das müsste ein Zombie sein. Achso, ja, hier peaceful. Zack, jetzt haben wir einen Zombie. Es müsste eine Möglichkeit geben, zu tracken, ob da ein Zombie überhaupt steht. Deshalb machen wir Folgendes: Wir machen einen normalen Command-Block, beziehungsweise einen wiederholenden Impuls. Wo ist Active nicht? Impuls, verkettet, wiederholend. So, und dann machen wir ein einen ein Data. Nein, Data habe ich gesagt. So, get more remove data get more entity E Distance, ne, Level Name MBT Scores Tag Team Typ gleich Typ. Z. Zombie Villager. Zombie. Zombie. Entity at E. Typ gleich Zombie. Was falsch? Dürfte nicht falsch sein. Distance gleich. Bestens gleich, sagen wir mal erstmal 10. Nee, machen wir 10. Gegen diese komischen Klammern nochmal. Ich glaube, das waren diese hier. Das müsste eigentlich funktionieren, tut's aber nicht. Ich Zombie.
Warum funktioniert das nicht? Hier fehlt was oder was? Fehlt hier was oder wie soll ich das verstehen? Hm. Oder müssen wir das Ganze einfach mal umdrehen? Machen wir das einfach mal, indem wir hier Distance gleich aber 10 machen. 10 Na komm. Das kopiere ich mir jetzt erstmal in meine Ablage X zu. Und das scheint nicht zu funktionieren. Das. Ich weiß gerade nicht, wie man das definieren soll. Eigentlich möchte ich nur wissen, ob hier ein Zombie steht. Machen wir das mit dem Execute Command. Execute if Entity. Habe ich das nicht hier in. Ja. Mhm. Entity at E. Typ gleich Zombie. Ja, mhm. Dann Run. Wo ist der Command? Send. Say. Say. Bra. Ausrufezeichen. Bra. Ausrufezeichen. Zack. So. Sobald ich jetzt da einen Redstone Block geben stelle und er ein Zombie registriert. Ja. Mhm. Also ich kann schon mal erfolgreich tracken, ob hier ein Zombie ist. Das ist schon mal schön. Der sagt jetzt bra. Gut. Kann ich das denn umdrehen? Nee, kann ich nicht. Kann ich schon, aber erstmal möchte ich mir diesen Command-Block speichern. Zack. So, ich brauche mal eine Chest. Chest. Wo haben wir die? Chest. If hier. Ich stelle mir das hier hin. Und da schmeiße ich jetzt auch den Command-Block rein. Ja gut, die Chest an sich brauche ich jetzt gerade nicht. Denn ich brauche hier zwei Command-Blöcke. Und zwar einen, der always active ist und verkettet ist. Zack. Und den da. Und den mache ich jetzt mal wieder weg. Weil ich habe den ja hier. Ja. Das war jetzt nicht so schlau. Beziehungsweise war es schon.
den hier zu verwenden, ist noch schlauer. Dann, dann soll nichts passieren. Machen wir das Say einfach weg, das Run auch. Brauchen wir nämlich nicht. So, dann soll der Spieler, ich möchte mir die Map nicht zerschießen, dann soll der Spieler, ich weiß nicht, dann, ich mach mal folgendes, erstmal ein Inventar aufräumen. Dann, Gif Alt A ja, warum nicht? Button Count 1 Finish. So, das funktioniert jetzt gerade noch nicht, weil der hier deaktiviert ist. Das wird später nicht so sein. Ich hole mir allerdings jetzt erstmal ein Diamond Sword. Und ja, ich hätte mir vielleicht den Redstone Block holen sollen. Beziehungsweise im Inventar behalten sollen. Wo ist er? Da ist er. So. Ja, das ist mir ein bisschen zu viel. Ich möchte jetzt wissen, was passiert, wenn ich den kille. Okay, der ist tot. Man bekommt EP, aber eigentlich sollte man nichts mehr bekommen. Der hat das nicht ganz gecheckt, dass hier gar kein Zombie mehr ist. Ich bekomme aber immer noch viel zu viele Buttons. Ist hier überhaupt noch irgendwo ein Zombie? Ich mach das mal wieder weg. So. Erstens weiß ich nicht, ob hier noch Zombie existiert. Und zweitens, ich leg mir mal die vier Sachen hier in die Truhe. Den Rest mal jetzt mal weg. So. Erstmal peaceful. Peaceful, peaceful, peaceful. Damit sollte alles despawnen. So, das Flash brauchen wir nicht. Machen wir mal weg. Ich müsste hier vielleicht noch eine Distance einfügen. Button. GIF at A. Kann ich hier noch was hinzufügen? GIF at A. Distance gleich. Gleich. Zwei. Okay, dann hätten wir das schon mal. Den Button. Aber nur, wenn da ein Zombie ist, möchte ich das. Also erstmal hole ich mir wieder mein Schwertchen und ein Redstone Block. Und beides lege ich als Kopie in die Chest. Zack. Zack. Und zack. Hier ist kein Zombie, also müsste ich auch nichts bekommen, oder? Ja, ist richtig. Mhm. Haben wir immer noch peaceful? Ich muss mal kurz gucken, ob immer noch peaceful ist. Yep. Das heißt, ich stelle das hier jetzt erstmal auf. Einfach rum. Und er macht gerade gar nichts. Okay. Ich spawn jetzt einfach mal. Ja. Ein Zombie, der stirbt. Von mir aus. Stirb mal.
Ja. Aus. Böse. Ja. Ja, der ist jetzt gestorben, aber das macht nichts. Denn den wollte ich eigentlich hier haben. Ich möchte sehen, dass das funktioniert. Nein, funktioniert nicht. Im Moment zumindest. Eins. So. Zack. Ich bin in einem Radius von 2. Warum funktioniert das nicht? Das ist äußerst strange. Muss ich denn 2 Blöcke in der Nähe von diesem Typen sein? Das sieht nicht danach aus. Okay. Ja. Ein Spieler im Radius von 2. Das müsste eigentlich funktionieren. Im Radius von 2. Einen Button. Oder muss ich das umkehren? Muss ich das vielleicht umdrehen? Nein, eigentlich nicht. Warum funktioniert das nicht? Vorhin hat das doch auch funktioniert. Ich nehme das hier mal wieder raus. Einfach A ein Button. If it A a Button. Kann man dahinter noch was setzen oder so? Nö. Okay, jetzt funktioniert das wieder, okay? Das ist äußerst strange. Ich kill den jetzt mal wieder und möchte sehen, dass das nicht mehr funktioniert. Ich möchte sehen, dass mir nichts mehr gegeben wird. Warum wird mir immer noch was gegeben? Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Der hat das noch nicht so ganz kapiert. Hier ist kein Zombie. Es sei denn, hier sind irgendwo welche gespawnt. Demnach stelle ich das mal wieder auf friedlich. Nö. Okay, das ist strange. So, jetzt hat er wieder aufgehört. Ja. Das Echo liegt in der Chest. Okay, strange. Ich finde das sehr strange, dass das nicht funktioniert. Haben wir wieder Peaceful? Ja, haben wir. Hier ist aber nirgendwo ein Zombie. Und eigentlich sollte das auch nicht untergehen. Das ist nicht normal. Findest du ein Zombie? Dann passiert ein Button 1. Ja, da werde ich mich off screen ein bisschen drum kümmern. Ich sage bis zur nächsten Folge und ciao, Leute.